Hallihallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder für euch der dritte Spieler mit Paladin Fenris am Gamepad. Und das hier ist unser neues Format, Die dritte Meinung. Bei Die dritte Meinung ist es eine Mischung aus so First Impressions, erstes Mal anzocken, eine Mischung aus Review, Let's Play, Dingenskirchen. Die Episode wird ungefähr eine halbe Stunde lang sein, also lehnt euch zurück und genießt das, was euch mit diesem Spiel erwartet. Das erste Spiel habe ich mir ausgesucht, ist Fez von Polytron. Das ist ein Hauptentwickler Phil Fish. Das Spiel wurde zu großem Teil im Film Indie Game The Movie gefeatured und hat einige der Probleme während der Entwicklung aufgezeigt, die Schwierigkeiten beim Launch, die wie es beim Publikum angekommen ist. Und ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ins Spiel ein. Währenddessen erzähle ich ein bisschen was zum Spiel selber. Wie gesagt, das Spiel heißt Fez, ist von Polytron und wurde zuerst angekündigt im Juli 2007. Am 13. April 2012, also fast 5 Jahre später, ist es dann erschienen. Und zwar zunächst auf dem Xbox Live Marktplatz als Arcade-Download-Titel. Und seit dem 1. Mai 2013 gibt es Fez auch für Windows-PC-Plattformen. Der Release erfolgte über Steam und GOG.com. Darauf werde ich aber später nochmal eingehen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal in das Spiel. Als ich gesagt habe, dass es hier auch so ein bisschen First Impressions mäßig ist, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe Fez schon ausgiebig angespielt auf der Xbox 360. Ich gehörte mit zu den ersten, die das damals gekauft haben, als es verfügbar war. Nein, eigentlich nicht. Ich hab's gekauft wie jeder andere auch, als es verfügbar war. Ich wollte jetzt keinen Unsinn erzählen. Witzig, dieses Bild hier im Hintergrund mit dem Wasserfall und diesen Felsen, das ist mit ziemlicher Sicherheit das der Startbildschirm zum ersten The Legend of Zelda auf dem NES. So, jetzt sind wir jedenfalls hier in diesem Zimmer. Wir sind aufgewacht. Und dieser kleine weiße Kerl mit dem Querschädel ist Gomez. Und wir werden direkt schauen, wo sich Gomez eigentlich befindet. In etwas, das aussieht wie eine ziemlich zweidimensionale Welt. Mir gefällt die Animation von den Vögeln da oben. Erinnert mich so ein bisschen an die Möwen aus Findet Nemo. Meins und so. Wir haben ein Rohrpostsystem, das ist nett. So, jetzt gehen wir erstmal zum Briefkasten und wir drücken X, um die Post zu lesen. Ich habe das Spiel auf Deutsch gestellt, damit wir jetzt erstmal keine große Sprachhürde haben. Da der meiste Text des Spiels sowieso nur per Text mitgeteilt wird, ist alles andere auch erstmal unnötig. Was haben wir hier? Wir haben ein Schild, das wir nicht lesen können. Aber wir können mit dem rechten Stick. Das Spiel unterstützt übrigens auch ein 360 Gamepad per USB angeschlossen. Wie es mit anderen Gamepads aussieht, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe auch keine anderen Gamepads hier zur Verfügung. Aber wenn man PC-Spieler ist und irgendwann mal ein Gamepad braucht, denke ich mal, sollte man das 360 Gamepad mit USB-Anschluss auf jeden Fall seinen eigen nennen können. So, jetzt reden wir erstmal hier mit den Leuten. Das funktioniert gerade noch nicht so. Ah, mit B. Ich könnte den ganzen Tag so herumlaufen. Das werde ich jetzt auch. Viel Spaß dabei. Gomez! Gomez! Hi, Gomez! Hi, wer auch immer du bist. Ich habe keine Ahnung. Lieblingsform, ich mag Quadrate am liebsten. Würfel mag ich gar nicht, denn sowas gibt es nicht. Natürlich.
das richtig sehe, wird es im Hintergrund ist gerade ein bisschen dämmerig. Das Spiel hat eine Art Tag-Nacht-Rhythmus. Der ist bis jetzt, von dem, was ich gesehen habe, nur rein kosmetisch, aber es ist da. So. Schönes Zimmer, schöner Hut. Der Soundtrack des Spiels, von dem wir momentan noch nicht ganz so viel hören, stammt von Disaster Piece alias Rich Vreeland. Das ist schwierig, die ganzen Namen auszusprechen, die man noch nie zuvor ausgesprochen hat. Aber gleich hören wir ein wenig mehr. Im Grunde handelt es sich bei FES um ein Jump'n'Run mit Puzzle-Mechaniken. Der Puzzleteil sieht jetzt noch nicht so deutlich aus, aber das ändert sich schon in Kürze. So, wo sind wir hier? Es gibt keine Teufelsquadrate. Nur normale Quadrate. Was sind Teufelsquadrate? Du siehst heute wieder mal schön flach aus. Ja, danke auch. So. Da ist die nächste Tür. Ich muss zugeben, der erste Spielabschnitt zieht sich ein wenig, aber ich bin mir sicher, dass es beabsichtigt, um sich erstmal mit den grundlegenden Steuerungsmöglichkeiten vertraut zu machen. Denn später gibt es dann doch einen immensen Kniff. Das scheint das Artefakt zu sein, um das es in dem Spiel geht, das Hexahedron. Und diese Zeichen, die uns dieses Ding mitteilt, ist eine Art von kryptografischem Code. Den kann man im Laufe des Spiels entschlüsseln. Sollte man vielleicht auch, um die unzähligen Rätsel zu lösen. Das ist also definitiv eines der Spiele, bei denen es sich durchaus lohnt, Papier und Stift bereitzuhalten. Und ich muss zugeben, von diesen Spielen gibt es nicht mehr allzu viele. Okay. Und da ist es endlich. Unsere neue Kopfbedeckung mit wahrhaft fantastischen Möglichkeiten der Fez.
interessant. Jetzt haben wir mit dem linken und dem rechten Trigger unsere Animation ändern. Jetzt legt er sich hin und schläft. Keine Ahnung, warum er das tut. Und jetzt ist das Spiel kaputt. Augenscheinlich sind wir wieder am Startbildschirm, aber das Ganze ist nur ein sehr nett inszenierter Trick. Um jetzt das eigentliche Spiel zu starten. Wir sind wieder in unserem Zimmer, aber wir haben unseren Hut auf. Und jetzt können wir drehen und sehen, dass eigentlich nur eine Wand von Gomez Zimmer so schön tapeziert ist. Der Rest sieht ja doch eher verwahrlost aus. So, ab jetzt wird es nämlich interessant, weil die 2D-Welt, in der wir bisher gelebt haben, ist eigentlich eine 3D-Welt, die wir jetzt nach unserem Belieben drehen können, wie uns beliebt. Und jetzt hören wir auch den wunderbaren Soundtrack des Spiels. Ich habe jetzt keine Ahnung, woher die Sprünge in der Musik kommen. Ich vermute fast, dass es ein kleines Problem bei der Aufnahme oder im Spiel selber. So, wir müssen jetzt also erstmal diese Würfelfragmente. Als kurze Zusammenfassung: glänzende goldene Würfel, sehr wichtig. So, jetzt können wir Zeug einsammeln. Hast du mir etwas mitgebracht? Augenscheinlich waren wir einige Zeit lang weg. Aber um jetzt weiterzukommen, müssen wir das Würfelfragment finden. Oh. So, was haben wir hier? Ich nehme an, ein Würfelfragment. Nein, ein Schlüssel. Prinzipiell ist es ein Jump'n'Run, hat aber in der Art der Fortbewegung und wie man die einzelnen Bereiche freischaltet und durch die Bereiche kommt, so ein bisschen was von diesen, wie sagt man dazu, Metroidvania. So, und direkt mal einen Schlüssel verwenden und hier rein. Und wir haben eine Schatzkarte gefunden. So, schauen wir mal direkt. So, drück auf Y. Öffnet das Menü, das wir auch durch Drehen entsprechend öffnen. So, das ist die Schatzkarte. Scheint eine Art von Code zu sein.
Wir haben nur momentan noch keine Möglichkeit, den Code zu entschlüsseln. Beziehungsweise wir haben keine Ahnung, was wir eigentlich machen müssen. Aber das macht nichts, daraus zieht das Spiel auch seinen Reiz. Hier haben wir vielleicht schon einige Anhaltspunkte, was einzelne Symbole dieser Schrift bedeuten könnten. Rätselfreunde werden also mit Fest sicherlich ihre Freude haben. Und eigentlich könnte man meinen, war es das, weil das ist in der Hinsicht das Spiel und bis auf einige Elemente in späteren Bereichen, um Rätsel zu lösen, bleibt das Spiel auch weitgehend so von den Möglichkeiten vollständig. Wir haben als Möglichkeit zum Bewegen, wir können klettern, wir können springen und wir können die Welt drehen, wie es uns beliebt. Und das ist alles, was wir brauchen, um dieses Spiel zu schaffen. Schauen wir mal, dass wir jetzt zumindest den ersten Würfel noch zusammenkriegen. Zwei von den 8 notwendigen Fragmenten haben wir zusammen. Und der Rest ist ja auch noch irgendwo zu finden. Thomas muss übrigens aufpassen, dass er nicht aus einer zu großen Höhe auf den Boden fällt, weil dann war es das. Obwohl man kann im Spiel nicht wirklich sterben. Man wird dann lediglich an den letzten sicheren Punkt zurückgesetzt, an dem man sich befindet. So, nachdem ich das gesagt habe, jetzt direkt auf dem Fuße die Demonstration. Au, das ging noch. Das auch. Hier zum Beispiel ein Punkt, was zum Beispiel nicht geht. Das ist zu hoch und wir werden sofort an die letzte sichere Stelle zurückgesetzt. Deshalb passieren uns auch, wenn wir quasi hinter einem Objekt sind und wir nicht sehen, wo wir lang gehen müssen. Nach einer Weile fallen wir einfach. Bevor die Zeit hierfür zu knapp wird, noch ein wenig Wissenswertes zum Spiel an sich. Und zwar gab es unmittelbar nach dem Release ein kleines Problem. Und zwar hat Polytron einen Patch für die Fest-Version auf der 360 herausgegeben. Das Problem war, dass er nicht nur einige Fehler behoben hatte, sondern einige Passagen wohl so verändert hat, dass Spielstände zerstört worden sind. Daraufhin hat Polytron, als es bekannt geworden ist, eine Warnung herausgegeben, diesen Patch aufzuspielen. Microsoft hat den Patch kurze Zeit später zurückgezogen. Nach einiger Überprüfungen hat man dann aber festgestellt, dass der Prozentsatz derer,
die quasi Probleme mit dem Spielstand hatten, zu niedrig sei, um jetzt nochmal einen neuen Patch, neue Zertifizierungsprozess etc. zu durchlaufen. Das und die ganze Geschichte ist auch nicht ganz so billig bei Microsoft. Angeblich war die Rede von Kosten von ca. 40.000 US-Dollar für einen neuen Patch, Zertifizierung etc. Und deswegen wollte er das Ding dann zuletzt ungepatcht so drin lassen. Das war aber auch nicht die beste Lösung. Also hat man den ursprünglichen Patch wieder reingestellt und diejenigen, die halt so weit gespielt haben und ihre Spielstände kaputt sind, haben halt dann jetzt nun leider das Problem, dass sie das Spiel unter Umständen komplett von vorne beginnen müssen. Das war somit die größte Kontroverse um Fez, die nach dem Release bekannt geworden ist, innerhalb von einigen Wochen. Und ja, die PC-Version ist jetzt mittlerweile auch schon gepatcht. Unter Windows 7 und Windows 8 ist es ratsam, die Benutzerkontensteuerung zu deaktivieren, beziehungsweise dieses Spiel als Administrator auszuführen. In jedem Fall zu empfehlen. So, wir haben... Na, oh, das war knapp. Und jetzt öffnet sich die Tür. Sind wir bereit für das Abenteuer? Oh ja, sind wir. So, Weltkarte. Also auf die Back-Taste. Und da haben wir die Weltkarte. Jeder Knotenpunkt steht für einen Ort. So. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier gucken. Dieser Raum. Augenscheinlich gibt es hier noch ein Geheimnis zu entdecken. Hier haben wir auch noch nicht alles gefunden. Das ist der Raum mit der... mit dem kryptografischen Zeichen. Na, so. Wie gesagt, das ist die erste Episode von Die dritte Meinung. Also entschuldigt bitte ein paar kleinere Textaussetzer von mir. So, das ist die Weltkarte. Und jetzt geht es auf in... beziehungsweise zum Rest des Spiels. Das ist interessant, so kommen wir nicht weiter. So allerdings schon. Oh, das war zu tief. Und wir starten wieder hier. Wie gesagt, seit 13. April 2002 auf Xbox Live Arcade für das Äquivalent von 800 Microsoft Points, beziehungsweise umgerechnet sind das ca. 10 Euro zu haben. Auf Steam seit dem 1. Mai 2013 für 9,99 Euro oder das Äquivalent in einer anderen Währung zu haben. Beziehungsweise auf GOG.com, beziehungsweise GOG.com zu haben für 9,99 Dollar. Je nach Umrechnungskurs von Dollar zu Euro. Mit Sicherheit die vielleicht kostengünstigste Alternative. Zudem, das Spiel auf GOG.com ist ohne Kopierschutz und es gibt noch 3 Hintergrundbilder für euren Windows-Desktop dazu. Leider nicht den Soundtrack, aber trotzdem ein sehr lohnendes Spiel. Polytron hat mittlerweile auch bekannt gegeben, dass sie eng mit Sony zusammenarbeiten, um eine Veröffentlichung von Fez auf der PlayStation 3 und der PS Vita zu ermöglichen. Das heißt, für Windows-Plattformen, für die Xbox 360 und für Sony-Plattformen wird Fez erschienen, beziehungsweise wird Fez erscheinen.
Eine Version für Mac OS X und Linux ist in Entwicklung, laut Polytron. Es ist bis jetzt leider keine Version für den Nintendo 3DS geplant. Das ist ein bisschen schade, aber ich schätze mal, daran wird sich nichts ändern lassen. Fest kann ich ohne Bedenken an Fans von interessanten Jump'n'Runs empfehlen, die mal ein bisschen was anderes spielen wollen, vielleicht auch mal ein bisschen ihren Horizont erweitern. Das Spiel hat einige Puzzle-Elemente und was man daraus macht, beziehungsweise wie man sich diesem Spiel nähert. Oh, mit Y kann ich das Inventar aufrufen. Sehr schön. Ja, so, da haben wir eine nächste Tür. Und schauen wir nochmal, was sich hier befindet. Das sieht aus wie ein Tesserakt. Oh, ein schönes neues Gebiet. Ich finde den Grafikstil des Spiels auch sehr ansprechend. Diese wirklich simpel gestaltete 3D-Welt, könnte man sagen. Wobei 2D eigentlich passender ist. Schöner, pixeliger Stil. Muss nicht jedem gefallen, aber die Ästhetik passt gut zum Konzept des Spiels. Okay, das hätte auch in die Hose gehen können. Autsch. Ah, aber Gomez kann schwimmen. Oh, und da ist das nächste. So, und da haben wir eine Tür. Und da kommen wir wohl auch direkt zum nächsten Kniff. Objekte bzw. Strukturen im Hintergrund können betreten werden, bzw. es gibt fast immer eine Möglichkeit, zu diesen Strukturen zu gelangen. Hier haben wir eine Tür. Lässt sich die öffnen? Ja, sie lässt sich öffnen. Eine kleine Insel im Hintergrund. Und damit wären wir eigentlich schon fast am Ende dieser Episode. Das war's von mir an dieser Stelle. Mein Name ist Paladin Fenris für Der dritte Spieler. Das war die erste Episode von Die dritte Meinung zu Fez. Abschließend können wir sagen, Fez ist ein tolles Spiel. Jeden einzelnen Cent wert. Und wer Jump'n'Runs mag, einer sehr schönen Pixeloptik nicht abgeneigt ist, und das muss man mal einfach sagen, die Optik in diesem Spiel ist einfach nur wunderschön. Sollte Fez durchaus eine Chance geben, zumal man für die Investition mit einer sehr langen Spielzeit entschädigt wird. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dieses Spiel näher bringen. Ja, mehr gibt's von mir dazu nicht zu sagen. Fez auf GOG.com, auf Steam und auf Xbox Live Marktplatz zu haben.
Und ich würde sagen, wir lesen, sehen, sprechen, hören uns in der nächsten Episode. Schreibt uns in den Kommentaren, was ihr von Fez haltet, ob ihr es gespielt habt. Wenn ja, was hat euch an diesem Spiel am meisten fasziniert? Schreibt uns auch in den Kommentaren, wenn euch Fez nicht gefallen hat, beziehungsweise was euch an diesem Spiel gestört hat. Schreibt einfach in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt uns einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber bitte sagt uns auch, warum es euch nicht gefallen hat. Wie gesagt, das war die erste Episode von Die Dritte Meinung mit Fez und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Macht es gut, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.